Derjenige, der arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Zu den Linken. Liebe Freunde, diese Stasi-Kommunisten haben in Deutschland genug Elend angerichtet, liebe Freunde. Nie mehr Kommunismus. Von Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht sagen, wie wir unsere bayerische Heimat regieren. Ganz gewiss nicht. Wenn die bayerischen Polizisten den Helm aufsetzen, wenn der Befehl lautet, Helm auf, dann marschieren die Demonstranten davon, liebe Freunde. Das ist bayerische Sicherheitspolitik. Sowas gibt es bei uns nicht. Hausbesetzung in Berlin, 25 Manneken und dann rücken für die 25 Hausbesetzer 2500 Polizisten an. Ja, liebe Freunde, wo leben wir eigentlich? Das macht doch bei uns die Freiwillige Feuerwehr von Plattling. Die macht doch das Haus leer. Der sollte ja nie seinen Vorgänger loben. Aber lieber Edmund, dass du der erste und bisher der einzige Ministerpräsident warst in Deutschland, der Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik durchgesetzt hat, der gesagt hat, ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er einnimmt, aus Verantwortung gegenüber der jungen Generation. Wir können doch nicht über unsere Verhältnisse leben, unserer Jugend nur Schulden hinterlassen, die sie dann zurückzubezahlen hat, liebe Freunde. Nein, wir haben gesagt, die Ausgaben gehen nach den Einnahmen. Wir haben den Haushalt ausgeglichen gestaltet. Danke, lieber Edmund. Das ist eine großartige Leistung. Da lebt in Berlin ein regierender Bürgermeister, der sagt, arm und sexy, der finanziert seine Partys durch das Steuergeld der bayerischen Staatsbürger, liebe Freunde. Das ist nicht arm und sexy, sondern das ist Blatt und Pleite, liebe Freunde. Blatt und Pleite sind die, absolut als Politiker. Und deshalb sage ich euch, wir üben gerne Solidarität. Das ist eine Grundphilosophie einer christlich orientierten Partei. Mit Schwachen, mit Hilfebedürftigen. Wir üben auch Solidarität mit anderen Bundesländern, wenn sie sich anstrengen, dass sie einmal aus dieser Nehmersituation herauskommen. Und wir haben vereinbart, der starke Süden, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Wir geben jetzt diesen Ministerpräsidenten noch einmal das Angebot, dass sie mit uns reden, um die Solidarität gerecht zu gestalten. Aber wir bereiten gleichzeitig und parallel vor eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem klaren Inhalt: Ja zur Solidarität, aber nein zur Verschwendung. Wir können es uns nicht leisten gegenüber unserer eigenen Bevölkerung, dass wir andere Länder mit Milliarden, genau mit 3,5 Milliarden unterstützen. Das sind 8% unseres Haushaltes. Und die Länder finanzieren dann ihrer Bevölkerung Leistungen, die wir uns in Bayern nicht leisten können, liebe Freunde. Das wird nicht mehr länger in Frage kommen. Und deshalb werden wir klagen, wenn die Gespräche ergebnislos sind. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Länderfinanzausgleich beträgt insgesamt 7 Milliarden. Und wir zahlen die Hälfte davon. Wenn ich mit Mappus und Bouffier beieinander bin, wissen wir drei, uns gehört die Bundesrepublik Deutschland. Weil wir zahlen den ganzen Länderfinanzausgleich. Liebe Freunde, die CSU, ich denke, die ganz große Mehrheit der bayerischen Bevölkerung steht zu Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich bin stolz darauf, dass aus dieser großen, erfolgreichen politischen Familie der CSU keine einzige kritische Stimme in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Das heißt, wie eine Familie zusammensteht. So muss man zusammenstehen. Keine einzige. Das heißt ja immer, Seehofer, Wettbewerb und all der Quatsch. Liebe Freunde, Karl Theodor ist von mir vorgeschlagen worden als Generalsekretär, als Wirtschaftsminister, als Bundesverteidigungsminister. Und ich werde, das ist die Meinung der gesamten CSU-Spitze, dann, wenn seine Familie und er selbst etwas Abstand gewonnen haben, werde ich alles tun als CSU-Vorsitzender, dass Karl Theodor zu Guttenberg wieder in die bayerische und deutsche Politik zurückkehrt. Was das Personal betrifft, viele aller Geschlechter, aller Altersgruppen in der CSU auf den verschiedenen Ebenen von Europa bis zur Kommunalpolitik. Und Karl Theodor zu Guttenberg hat an seinem politischen Talent, an seiner Leistung für unser Vaterland nichts verloren, dadurch, dass er die Stärke gehabt hat, zu Fehlern zu stehen, zu sagen, ich entschuldige mich für die Fehler, und auch zurückzutreten, liebe Freunde. In einer Demokratie hat eine solche Haltung Respekt verdient. Respekt verdient. Und ich sage euch, an unserer Haltung wird sich nichts ändern. Wer sich da jetzt alles im Namen der Moral und des Anstandes zu Wort meldet, ich sage euch, liebe Freunde, aus der Partei der Steinewerfer, der RAF-Sympathisanten und von den Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht Anstand und Moral vorhalten. Gott mit dir, du Land der Bayern. Einigkeit und Recht und Freiheit für unser deutsches Vaterland. Danke. Den größten Umweltskandale der letzten Wochen. Das waren doch Dioxin und Tritin, liebe Freunde. Das ist doch die Wahrheit. Frank-Walter Steinmeier. Ja, der Mann mit dem Charisma eines Telefonbuchs, der oberste Schlafwandler der SPD. Bei uns, meine Damen und Herren, steigen die Gehälter. Und zwar die Bruttogehälter so stark wie seit 14 Jahren nicht mehr, im letzten Jahr um 3,4%. Die Nettogehälter, während die Bruttogehälter nur um 2,2% gestiegen sind. Denn es ist doch eine einfache Gleichung. Wenn die Wirtschaft wächst, wenn wir Aufschwung haben, dann gibt es eben für alle genug zu verteilen. Und dann gibt es die Teilhabegesellschaft. Und dann haben wir eben auch die Chance, dass zu Hause mehr ankommt. Und genau das hat stattgefunden. Das, was wir gemacht haben, ist viel sozialer als alles andere, was wir bis dahin erlebt haben.
wer gesund ist und wer keine anderen Angehörigen zu versorgen hat, dem ist es zumutbar, dass er für das, was er vom Staat bekommt, auch eine Gegenleistung an die Gesellschaft erbringt. Auch gemeinnützige Tätigkeit. Wir haben es durchgesetzt. Und es muss eine Partei noch in Deutschland geben, die soziale Gerechtigkeit ernst nimmt, die aber auch weiß, die soziale Gerechtigkeit gibt es nur, wo es auch Leistungsgerechtigkeit gibt, meine Damen und Herren. Wo dieser Zusammenhang zwischen Leistungsgerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit nicht ignoriert wird. Wo man erkennt, der Staat, er soll Rahmenbedingungen setzen. Er soll für uns Rahmenbedingungen setzen, damit wir in einer freien und fairen Gesellschaft vernünftig leben können. Das ist die Aufgabe des Staates. Es ist aber nicht Aufgabe des Staates, uns ins Leben hinein zu regieren, hinein zu fummeln. Der Staat, er soll für faire Rahmenbedingungen sorgen, ansonsten soll er sich aus dem Privatleben der Bürgerinnen und Bürger gefälligst heraushalten. Der fette Staat ist der schwache Staat, ein effizienter Staat ist der starke Staat, meine sehr geehrten Damen und Herren. SPD und Grüne an der Macht, geteilt mit der Linkspartei. In meinem eigenen Heimatland habe ich mir das niemals vorstellen können. Wer mit Kommunisten paktiert, soll uns nichts über Anstand sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber auch gar nichts. Im letzten Jahr wurde zum Wort des Jahres das Wort Wutbürger gemacht. Das Wort Wutbürger. Ich würde mir wünschen, wir bringen in diesem Jahr eine Diskussion in Gang, dass das Wort dieses Jahres das Wort Mutbürger ist. Weil, meine Damen und Herren, was machen diese Gesellschaften aus? Diese Gesellschaften, die mit uns längst auf gleicher Augenhöhe konkurrieren, und für die Jungen ist das die Schicksalsfrage. Das ist die Frage von 10, 20 Jahren, über die ich hier rede, nicht von 100 Jahren, von 10, 20 Jahren, über die ich hier rede. Sehen Sie sich doch die Umbrüche an. Der ganze Öffnungsbeschluss der KP China ist etwas mehr als 30 Jahre alt. Und was für eine Erfolgsgeschichte in wirtschaftlicher Hinsicht, bei all den Missständen, die es sonst noch gibt. Sie setzen darauf, dass Veränderung für Sie als eine Chance zur Verbesserung begriffen wird. Während bei uns zu oft bei Veränderung an die Gefahr von Verschlechterung gedacht wird. Und das, meine Damen und Herren, das kann nicht die Politik alleine überwinden. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Das ist Ihre Aufgabe. Jeder an seinem Platz, jeder an seiner Stelle. Wir können nicht ein Land sein, in dem nur noch Mehrheiten gegen etwas möglich sind. Wir müssen ein Land sein, in dem auch für etwas, für Neues, für Investitionen, für große Projekte Mehrheiten möglich sind, meine Damen und Herren. Wenn wir gegen alles sind, gegen jeden Flughafen, gegen jede Umgehungsstraße, gegen die Gentechnologie, gegen Olympische Spiele und gegen Bahnhöfe, dann, meine Damen und Herren, werden wir die Zukunft verspielen. Ob Sonne oder Regen, Hauptsache dagegen, das kann nicht die Devise der Deutschen sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Muss sich lohnen, meine Damen und Herren. Und dazu gehören genauso die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jeden Tag früh aufstehen und die ihre Arbeit leisten, die gute Ideen beitragen. Und dazu gehören genauso diejenigen, die als Eltern eine Familie haben, die jeden Morgen für die Kinder die Butterbrote schmieren, die sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Dazu gehören die, die ältere Menschen pflegen und die sich um ihre Großeltern oder Eltern kümmern. Und meine Damen und Herren, wenn wir anfangen, nicht mehr über diejenigen zu sprechen, die unser Land zusammenhalten, wenn wir nicht mehr denen Danke sagen, die die Leistung für dieses Land erbringen, dann wird unser Land ärmer werden. Und deshalb sage ich ein Dankeschön an alle, die zum Wohlstand unseres Landes durch Steuern, durch Beiträge beitragen. Die brauchen wir. Die sind die Mitte der Gesellschaft, meine Damen und Herren. Aber
meine Damen und Herren, Hartz IV zum Beispiel, das ist kein Lebenszustand. Das ist nichts, wo man mit 25 reingehen kann und dann überlegen kann, ob man mit ein bisschen Schwarzarbeit und Hartz IV durchs Leben kommt, sondern Hartz IV ist eine Brücke wieder hinein in Arbeit. Und Arbeit muss sich lohnen. Und wer Arbeit hat, muss mehr haben, als wenn er nicht arbeitet, meine Damen und Herren. Das ist das, was zählen muss. Ich sage, diejenigen, die mit eigener Hände Arbeit, ob in der Landwirtschaft, im Mittelstand oder an anderer Stelle, im Krankenhaus, bei der Pflege oder als Verkäuferin, die jeden Tag ihr Geld verdienen müssen, für die muss klar sein, wem ein Arbeitsangebot gemacht wird, der hat auch die Pflicht, ein solches Angebot anzunehmen und der darf sich nicht auf Kosten der Gemeinschaft ausruhen. Auch das muss gelten. Und deshalb war es richtig, dass wir uns, auch wenn es nur ein Projekt ist, richtig damit auseinandergesetzt haben, wie ein neuer Bahnhof in Stuttgart aussehen soll und ob wir vernünftige Eisenbahnlinien brauchen, mit denen man schnell durch Europa kann, ja oder nein. Manch einer hat gesagt, was soll ich mich dafür interessieren? Ich bin doch schon ein älterer Mensch. Das dauert jetzt wieder 10 oder 15 Jahre. Warum brauchen wir noch einen neuen Bahnhof? Meine Damen und Herren, wenn wir einmal so anfangen, dann haben wir für die Zukunft keine guten Karten. Schauen Sie, jeder in Deutschland ist als erstes dafür zu sagen, natürlich wollen wir das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Bin auch dafür. Und als zweites sagt jeder, natürlich soll der Strom bezahlbar sein. Und als drittes sagt man, natürlich wollen wir unseren Strom bei uns selber erzeugen, denn wenn wir den aus anderen Ländern importieren, dann kostet uns das ja wieder Arbeitsplätze. Und jetzt schauen Sie sich mal die Meinung der Parteien an. Bei der SPD, da ist es so, da ist der Oberbürgermeister von Ulm für Stuttgart 21. Die SPD in Baden-Württemberg will einen Volksentscheid. Die im Bund drückt sich, was Herr Sellring meint, weiß ich nicht. Er interessiert sich wahrscheinlich gar nicht dafür. Meine Damen und Herren, mit so einer Partei können Sie keinen Staat machen, die nicht weiß, ja oder nein. Und dann haben wir eine zweite Partei. Das sind die Grünen. Da kann ich nur sagen, bei denen ist es einfach. Im Zweifelsfall sind sie dagegen. Sind gegen Stuttgart 21. Oder sagen wir es andersherum. Wenn alles schön fertig ist, dann sind sie natürlich dafür. Wenn der Bahnhof schön gemacht ist, dann sagen sie, wir steigen aus dem Auto in den feinen Zug ein. Wenn die Computer fertig gemacht sind, dann sind sie natürlich fürs iPad und klimpern genauso gern drauf rum wie ich. Aber wenn etwas entstehen soll, wenn man gerade stehen muss, wenn man sagen muss, wir müssen auch mal eine schwierige Entscheidung treffen, wir müssen auch mal in die Zukunft investieren und dafür gibt es auch ein paar Unbequemlichkeiten, dann drucken sich die Grünen weg und mit sowas kann man keine Zukunft gestalten, meine Damen und Herren. Und ich meine, hier bei uns, an der Ostseeküste lang schlawenzeln und gut über die Windenergie sprechen. Aber wenn dann die Frage ansteht, wie bekommen wir denn die Windenergie von dem Norden in den Süden? Wir müssen mal eine neue Stromleitung bauen, dann immer an der Spitze von jeder Bürgerbewegung stehen. Mit sowas kommen wir in Deutschland nicht voran. So kriegt man auch kein Zeitalter der erneuerbaren Energien. Und deshalb sagen wir, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer für Windenergie ist, muss auch für neue Stromleitungen sein. Und mit anders geht es nicht, meine Damen und Herren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir von der Christlich-Demokratischen Union mit den Menschen ins Gespräch kommen und ihnen sagen, wie schaffen wir unsere Zukunft,
wie bekommen wir das hin? Und das umfasst natürlich auch den ganzen Bereich unserer Sicherheit. Meine Damen und Herren, es ist doch schon sehr interessant. Auf der einen Seite ist es sehr schwer, ein abschließendes Wort von der Sozialdemokratie, siehe der Ministerpräsident in diesem Lande, oder aber von den Grünen zu bekommen, wenn es um unsere Sicherheit in Afghanistan geht. Ich weiß, Afghanistan, das ist kein einfacher Einsatz. Und deshalb möchte ich auch unseren Soldatinnen und Soldaten einmal ganz, ganz herzlich danken, meine Damen und Herren. Denn sie verteidigen dort unsere Sicherheit. Und in diesem Dank möchte ich ganz ausdrücklich unseren Verteidigungsminister AD Karl Theodor zu Guttenberg einschließen. Er hat klare Worte gefunden, wenn es um den Auftrag geht, den unsere Soldatinnen und Soldaten dort zu erfüllen haben. Und er hat auch klare Worte gefunden, und ich sage das in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir immer stolz auf unsere Bundeswehr sind, wenn es um die Zukunft unserer Bundeswehr geht. Und deshalb hat er eine kluge Reform vorgeschlagen. Aber wir rufen ihm auch zu, Mecklenburg-Vorpommern möchte auch Bundeswehrland bleiben. Wir waren es gerne und wir wollen es auch bleiben. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Karl Theodor zu Guttenberg und der Diskussion sagen. Karl Theodor zu Guttenberg hat schwere Fehler gemacht. Keine Frage. Und dafür ist er seinen Doktortitel losgeworden. Keine Frage. Und darüber wird auch die Staatsanwaltschaft jetzt ermitteln. Aber, liebe Freunde, wir, die Christlich-Demokratische Union, müssen uns von Herrn Gysi, Herrn Trittin und Herrn Gabriel wirklich nicht belehren lassen, wenn es um Anstand und Ehrlichkeit in der Politik geht. Aber wir haben blühende Landschaften in 20 Jahren geschaffen. Das ist die Wahrheit. Aber, danke schön, aber, liebe Freunde, genauso wichtig ist, wenn wir unsere gemeinsamen Interessen in Europa vertreten wollen und mit Europa, dass wir dann auch dafür Sorge tragen, dass wir gemeinsam stark sind. Es kann nicht sein, dass wir uns Regeln geben und einige halten diese Regeln immer wieder nicht ein. Wenn wir eine gemeinsame Währung wie den Euro haben und der Euro ist verlässlich, der Euro ist stabil, dann kann er das nur bleiben und dafür treten wir ein. Und das tut die Christlich-Demokratische Union gemeinsam mit der CSU besser als alle anderen. Dafür treten wir ein, dass er stabil bleibt. Und das geht nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Und dafür muss Sorge getragen werden in der gemeinsamen Europäischen Union, meine Damen und Herren.